aus Stuttgart, Matze Rosenthal. Ein Applaus bitte. Ja, das passt. Ich habe euch heute einen Text über Mut mitgebracht und er trägt den Titel Herzschritt machen. Teil 1, Moment Mut. Du machst nun Schritt stehen und setzt dich wieder. Reibst wieder und wieder die schlafenden Glieder, findest dich wieder in Bushaltestellen, Kaugummifleck, willst nur noch weg. Raus hier, dein Herz liegt im roten Saft wie ein fieberleidendes Faultier. Doch selbst das hast du im Bahnhofsklospiegel nicht wiedererkannt, dein Lebenstein scheint stets so interessant wie Bergsteigen in Holland. Du machst nun Schritt stehen und kannst nicht aus den Augen sehen, weil rauchgeschwängerte Schwadenwehen in dein blind geräuchertes Gesicht, das zuckt, als deine Tagtraum-Trauerwelt am lila Linienbus zerbricht. Wild durch dein Luftschloss pflügen, die Realität blank bohnen, du bist nichts als ungenügend. Du machst nun Schritt stehen. Im Aufstehen der Unmut, kurz vor Momenthektik vertrieben, die eingeschlafenen Beine und Hoffnung gerieben, letztere sind schlafen geblieben, stattdessen Schritt stehen. Hydraulisches Druckluft gegen mit Pfeifen und Wehen, als deine Augen die bartbehangenen Backen des Busfahrers erspähen. Du wolltest noch nie so recht verstehen, warum Menschen in einem Busfahrer eine Endstation sehen. Er ist nicht das ekelbehaftete Ende, das man dir prophezeit. Es ist dein letztes Geld, welches lästig lauthals lacht und deinen Namen schreibt in die Hall of Shame. Und du machst nun Schritt stehen, monoton betont. Busfahrer fangt Bescheid, als selbst des Geldes Kupfer zynisches Lachen verhallt, da wallt dein Blut, dein Körper saft und bewegt die Marionette, dein Körper, der halb tot, der schlacht weiter mit der letzten Kraft, obwohl alles doch so mangelhaft. Du machst also einen Schritt, doch Augen, Blick, Kontakt, du wurdest beim beschämten Sterben ertappt, doch sie ist unbeschreiblich weiblich. Vollendet, sekundenweise von ihr abgewendet, nimmt sie immer und immer wieder an dir Maß übers verspiegelte Fernbeziehungsaufnahmelinienbusglas. Und du machst dann Schritt stehen. Du kannst doch, wie könntest du es kaum verstehen, dein Herz beginnt zu springen, ja zu hechten. Ihre Blickgeschosse meiden, setzt du dich Brustkorb, Trommelwirbel nieder zu ihrer Rechten. Und nun beginnst du mit der stahlhart starr verharrenden Zunge zu fechten, würdest gern schillern oder brechten, doch kannst dich mal die Ruhe stören, Gespräch sei's, kann man dich knacken oder schnelzen hören. Doch auch so der stotternden Stimme nur ausweichend, findest du dich als Teil des Weltenpuzzles plötzlich ausreichend. Es geht also Schritt stehen. Ihr beginnt schambehaftet hinzusehen, sie kann dich und du sie verstehen, es ist, als würde sich die Erde perpetuum mobile hat. Und als sie dann doch geht, ihr letzter Blick beim letzten Schritt, so ganz und gar nicht erniedrigend, dass alles mehr oder mehr als mehr befriedigend. Teil 2, Zivilcourage. Die hydraulisch hustenden Türen schließen sich hinter ihren Rücken. Du schwimmst noch im Meer aus Erlebnis, Erinnerungsstücken, als Schmerzstille zerfetzt. Du drehst dich um, gelenkt, zitternd, gehetzt und siehst drei Schatten. Ihn schütteln und packen in ihren Picaldi-Cordon-Sport, Nachtschattenjacken. Wahrscheinlich hirnsportlich nicht mal Leichtathleten, können aber umso besser unempathisch und moralos zutreten. Es geht also Schritt sehen. Du musst dich zitternd umdrehen. Hörst niemanden aufstehen, keiner will hinsehen. Alltagsablenkung des Blickes gewinnt auf einmal an Faszination. Doch leider keine Fernbedienung für den kreischen, kratzigen Ton. Den Kopfhörer schon Trommelfell terrorisierend auf Anschlag geschellt. Schaut jeder, dass er sich möglichst auffällig abwesend verhält. Und es geht Tritt hinsehen, Schritt aufstehen. Und sie warnen dich, tief im Gesicht, den anonym schützenden Hut. Doch du machst den Schritt und sagst dir, alles wird. Sekunden später hast du wieder Ähnlichkeit mit dem Bushaltestellen-Kaugummifleck. Willst nur noch weg, raus hier. Sie erklärten dir soeben den Unterschied zwischen Raub und Faultier. Da liegst du dann, die Lungen voll von Atemnot, den Kopf gefüllt mit Magenbrot, nichts als Bauchgefühl zwischen Hirnwänden. Tritt auf Schritt und Nike-Air-Tritte treffen dich härter als jeder Druckluftgegenwind. Die Augen blutbedeckt, bist du nun wieder blind, spürst nur Schritt stehen. Tritt sehen. Dass eine Sozialgesellschaft keine Augen im Hinterkopf hat, dass animaler Sozial sitzt da zufrieden und satt und will nicht, dass man ihm aufs Luftschloss kackt. Es ist keiner da, der in den dreckigen Bahnhofsspiegel schaut, als sie eine Bande bluthungriger Bahnhofstauben Lebenszeit hat. Teil 3. Du liegst und stehen, Schritt. Spürst keine Empörung über die Herzrhythmusstörung, seit dir die Kontrolle entglitt. Stehen, Schritt.
Dein Körper, der halb tot erschlafft. Marionette gefüllt mit wallendem Saft, bleibt ganz und gänzlich ohne Kraft, die nicht einmal zwei Schritte schafft. Ungenügend, mangelhaft, der Takt so traurig, schleichend, gerade so ausreichend, die Situation so menschenunwürdig erniedrigend, so ganz und gar nicht befriedigend. Nicht mal Kraft für blinde Wut, wer sagt denn jetzt noch, alles wird gut? Doch die einst den Rücken kehrten, stehen nun an deinem Bett. Bei dir den Bushaltestellen Kaugummi fiel. Sie geben dir den nötigen Mut und du fühlst dich auf einmal sehr gut. Denn du kannst ein letztes Mal in ihre Augen sehen. Atmest durch, sammelst Kraft und bleibst stehen. Und ich atme durch, sammle Kraft und Macht an. Dankeschön. Thank you.